Hey ihr Lieben, ich komme mal eben zu euch. Und zwar hat mir der Danilo nochmal sein Weihnachtspäckchen geschickt. Das ist aber etwas verspätet angekommen. Und da war unter anderem dieser Samuel Gavitt Christmas Mixture drin. Ja, ich öffne ihn mal kurz. Wirklich sehr Virginia-haltig, könnte man meinen, wenn man das so sieht, also sehr hellbraun. Wenn man dann riecht, kommt eine Nelkenflut entgegen, sage ich euch. Also oh, extrem riecht er nach Nelken. Und dann kommt so leicht, dann im Hintergrund dann danach lebkuchenmäßig was dazu. Okay, Lebkuchen und Nelken fast ähnlich, aber doch schon sehr nelkenhaft. Ja, muss man mögen, wenn man jetzt so als Weihnachtstabak sich jetzt was anderes vorstellt als Nelken, ist das natürlich nichts. Aber jetzt kommt, was jetzt dazu kommt, also worauf ich überhaupt hinaus will, ist, es soll ja auch ein Festtagstabak sein. Ne? Und ich habe es letztes Mal so ein richtig schönes, mächtiges Fleischgericht gegessen, mit Kartoffeln und Sauerbraten und so. Und danach habe ich dann den Pfeifen mit diesem Nelkentabak geraucht und muss sagen, dass der wunderbar gepasst hat, so als Abschluss zu diesem Fleischgericht, so ein Nelkentabak. Weil auch von der Soße her, vom Fleisch her auch so ein bisschen nach Nelken. Und da kam der richtig so zum Abschluss noch ganz gut. Das heißt, es ist also eigentlich nicht direkt ein Weihnachtstabak, sondern auch eher so ein Festtagstabak. Wer jetzt irgendwie nochmal so ein Tabak sucht, der so nach einem schönen Essen ist, dem könnte ich den sehr empfehlen. Also so als Weihnachtstabak würde ich vielleicht eher persönlich überhaupt nicht so rauchen, weil da möchte man lieber was Fruchtigeres, so Vanille oder Frucht oder was weiß ich, halt so die typischen Aromaten. So dieser Nelkentabak ist irgendwie, ja, man hat ja mehr so lieblichere, süßlichere Düfte, mag man ja lieber zu Weihnachten als die Nelken. Ja, ja, das ist extrem nelkenhaft, ne? Und jedenfalls als Nachtischtabak zum guten Essen eignet er sich hervorragend. Das wollte ich jetzt nur mal hier loswerden. Und trotzdem Dankeschön für das tolle Geschenk. Ich freue mich fürs nächste Essen, wo ich ihn wieder rauchen kann. Gut, das wäre es dazu. Ansonsten gäbe es im Moment nichts Neues. Dann melde ich mich die Tage nochmal. Ciao.